Madeira. Eine Wanderung auf dieser einzigartigen Insel ist unvergesslich. Silja Willi, Product Managerin beim Wanderferienspezialisten Imbach Reisen, nimmt Sie in unserem Beitrag mit in die wilde, intakte Natur der Insel. Quer durch mystische Kastanien- und Lorbeerwälder, vorbei an einem Meer von Blumen, hinauf in die Höhenlagen der Küste, wo es die besten Aussichten auf das tosende Meer gibt. Flanieren Sie gedanklich durch Santana, bestaunen Sie die strohbedeckten Bauernhäuser, genießen Sie einheimische Spezialitäten auf dem lebhaften Markt und eine Schlittenfahrt, wenn auch ohne Schnee. Es ist Mitte Mai und ich darf mit unserer Imbach-Gruppe eine wunderbare Woche auf Madeira verbringen. Wir starten mit einer leichten Wanderung durch die üppig grüne Landschaft, entlang einer Levada, das sind die bekannten Bewässerungskanäle auf Madeira. Vorbei geht's an bunten Gärten mit Gemüse und Früchten sowie terrassenartig angelegten Rebbergen. Es genügen ein paar wenige Augenblicke, um einen ersten Eindruck von der fruchtbaren und vielfältigen Natur der Insel zu gewinnen. Wir können nur erahnen, was uns in den nächsten Tagen alles erwartet. Ein landschaftliches Kontrastprogramm erleben wir am nächsten Tag mit unserer Wanderung im Naturpark Ponta de São Lourenço. Braune Gesteinsformationen, die sich schlangenförmig auf- und abwinden, formen diese Halbinsel. Anstelle von grüner Vegetation findet man hier karge Felsen, dafür aber stets auch einen wunderbaren Blick auf den lebhaften Atlantik. Der nächste Tag steht zur freien Verfügung. Ich selbst nutze die Gelegenheit, um Funchal zu entdecken. Denn obwohl die Natur unbestrittene Hauptdarstellerin ist, hat auch die Hauptstadt der Insel ihren Reiz. Ich schlendere durch die engen Gassen, lasse mich treiben vom Getümmel im Bauernmarkt Mercado dos Lavradores und genieße in einem der gemütlichen Straßencafés einen Kaffee oder einen Poncha, so heißt das süffige Nationalgetränk aus Honig, Zitronensaft und Zuckerrohrschnaps. Am nächsten Morgen fahren wir auf das Plateau Bol da Serra in 1500 Metern Höhe. Die Ruhe und die Einsamkeit hier oben sind beeindruckend. Genauso wie die unendliche Weite, je nach Jahreszeit bestückt mit gelben Ginster, soweit das Auge reicht. Von hier starten wir unsere Wanderung, wiederum entlang einer Levada und durch romantische Baumheidewälder. Natürlich lassen wir es uns auch nicht entgehen, den Pico Ruivo zu erklimmen. Er ist mit über 1800 Metern der höchste Berg Madeiras. Der Aufstieg ist gar nicht so anstrengend und auf dem Gipfel werden wir mit einem schönen Ausblick belohnt. Auch kulinarisch lassen wir uns auf Madeira ein. Sei es mit den drei Mittagessen in kleinen lokalen Restaurants unterwegs oder während des traditionellen Nachtessens in einem kleinen Fado-Lokal. Der letzte Tag bricht an. Zum Abschluss besuchen wir zuerst den berühmten Blandis-Garten, der zu den schönsten Gartenanlagen weltweit zählt, und wandern anschließend durch das Paradiestal zum Wallfahrtsort Monte. Von dort geht's auf Kufen wieder runter und das ohne Schnee. Wir nehmen nämlich in den berühmten Korbschlitten Platz. Am nächsten Tag heißt es Abschied nehmen von Madeira. Mit nach Hause nehmen wir viele unvergessliche Erlebnisse und Eindrücke. Das sollten Sie über Madeira wissen. Für die Portugiesen ist Madeira schlicht die schönste Insel der Welt. Die Natur inszeniert hier ein prächtiges Schauspiel. Wo sonst findet man karge Vulkanlandschaften, schroffe Küsten,
Grüne Berghänge, stolze Wasserfälle und eine tropische Blumenpracht auf so wenig Fläche? Madeira fasziniert mit seinen Gegensätzen. Hauptattraktion bleiben die Blumen. Gewächse aus allen 5 Kontinenten, darunter Orchideen, Hortensien und Strelitzien, fanden auf der Blumeninsel, wie sie auch genannt wird, eine neue Heimat. Gibt es eigentlich noch Urwälder in Europa? Und ob? Auf Madeira, wo Lorbeerwälder die letzte Eiszeit überstanden haben und noch immer existieren. Seit 1999 gehören sie gar zum UNESCO-Welterbe. Es bietet sich einem eine grandiose Kulisse. Bäume, die ihre krakeligen, mit Moos bewachsenen Äste in alle Richtungen strecken. Mystische Orte, unberührte Natur. Die Gebirgszüge sind voller Abenteuer und erreicht dabei Täler, bei denen man sich fragt, ob hier schon je eine Menschenseele gewesen ist. Reizvoll ist das Wandern entlang der Levadas. Bereits im 15. Jahrhundert wurden Kanäle in Felswände geschlagen, um Wasser von der Nord- auf die Südseite der Insel zu führen. Dank diesem Wassersystem war es überhaupt erst möglich, eine derart große Pflanzenvielfalt anzusiedeln. Übrigens, seinen zweiten Übernamen, Insel des ewigen Frühlings, verdankt Madeira dem ganzjährig milden Klima. Die Temperaturen schwanken zwischen 19 und 26 Grad und machen Madeira zur Ganzjahresdestination für Aktivreisende und zum Juwel für alle Sonnenhungrige. Neben der klassischen Reise nach Madeira mit Standort in Funchal bietet Imbach-Reisen 2 weitere Wanderreisen an. Madeira Insider und Bergwandern. Entdecken Sie das unbekannte Madeira und lassen Sie sich von erfahrenen Wander- und Reiseleiterinnen die Insel im Atlantik zeigen.